jetzt hier vorne ihm das alles hier schick gemacht und nochmal ja, lackiert. Wobei ich gelesen habe, Acrylfarbe muss man gar nicht lackieren. Also wenn das stimmt, ist wohl abriebfest und auch für draußen und so. Kriegt mal, ich habe hier auf jeden Fall diese Felgen jetzt fertig. Das war auf jeden Fall sehr einfach, weil man diese Schlappen gut ablösen kann. Und jetzt habe ich hier zwei Auswahlmöglichkeiten, die ich ihm hier raufpacke. Ich finde, das sieht auch schon ziemlich cool aus. Mit diesem Pink und diesem Pflaume. Ja, schauen wir mal. Geil. Und das sieht doch sehr nice aus. Hat mich ein bisschen stört, ist, dass das einfach zu hoch ist alles. Also umso mehr man tiefer legt, also seine Autos, ja, umso mehr mag man das Normale nicht. Das ist mir mal aufgefallen. Aber von der Farbe her, ja, farbtechnisch, kommt das schon ganz schön cool. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Auf jeden Fall Innenraum schön schwarz. Ganz cool, finde ich. Und dasselbe. Einfach mal mit orangenen Felgen. Doch, ziemlich cool. Also farbtechnisch hat man jetzt eine gute Auswahl. Und vor allen Dingen habe ich schon wieder Bock auch auf ja, neue Felgen einfach zu gestalten. Farblich. Das kommt auf jeden Fall cool, sowas. Weil so hast du deine individuellen Felgen. Kannst ja auch mit Acrylfarbe machen und misch dir selber einen Ton an, den keiner hat. Weil das hier, das Orange ist glaube ich schon, ja, kann jeder sich kaufen. Genau wie dieses Pink da. Aber wie gesagt, ist jetzt mit Sprühdose gemacht und ja, einfacher als wenn man das mit Acryl macht, weil mit Acryl musst du 3-4 mal rüber gehen, bis das überhaupt deckt. Ansonsten ist die Farbe zu dick und dann sieht es wieder komisch aus. Also man muss dünne Schichten machen. Und hier muss man sagen, bei dem Spray habe ich 2 Schichten drauf gemacht und dann letztendlich eben, weiß nicht, ob man es hier sehen kann, ja, da Klarlack drauf, damit es eben auch nochmal glänzt und auch richtig schön fest ist. Ja, also bin eigentlich ganz zufrieden. Finde ich ganz cool. So, und auf den Kollegen hier einzugehen, der alte Nissan, also den kriegt man wirklich auch nicht wirklich, ja, wirklich, wirklich tiefer gelegt. Hinten auf jeden Fall kann man machen. Vorne klappt es aber nicht, weil dieser Motorblock da drin ist. Und den wollte ich ja eigentlich freilegen, beziehungsweise hier aufsägen, hier oben. Das Ganze hängt aber gerade noch ein bisschen an der ja, Überlegung, ob das überhaupt aufgeht, weil das ist schon sehr dickes Material. Und ja, entweder dieses so aufmachen oder ihn so lassen und in irgendeiner Farbe lackieren. Deswegen stockt das mit der Karre gerade noch ein bisschen. Schauen wir mal. Und doch nochmal umgestaltet. Ich finde, diese Pinken kommen da echt ganz geil mit diesem Pflaumeton. Deswegen werde ich die auf jeden Fall da dran lassen. Und diese roten bzw. orangenen kommen dann an das rötliche, an den rötlichen Silvia. Ja, geil. So, mein Datsun ist fertig. Schön mit dem Schwarz da an der Seite, finde ich, kommt jetzt richtig cool rüber. Bisschen tiefer hier liege ich. Leider lässt sich, also, nee, lässt sich nicht mehr rollen. Ich hab es eigentlich mit Achsen verbaut, aber, ja, naja, wie gesagt, ist auch nicht so schlimm. Ich fand letztendlich passten die Räder am besten. Viele Räder drauf gehabt, probiert. Das finde ich, sieht am coolsten aus. Ab aufs Diorama.